Damit heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jubo, das Let's Play mit mir, Midway von den Junkie Monkeys. Und wir sind endlich in unserem Heimathafen angekommen, La Rochelle. So, ja, wir wollen dann mal die Feindfahrt beenden und werden Meldung machen. Im BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Okay. Otto Sommer kriegt das Eiserne Kreuz, hat noch nicht ganz fast das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Oh, U-Boot Kriegsabzeichen für Dufti. U-Boot Kriegsabzeichen mit Diamanten. Uiuiui, Nico. Und Eiserne Kreuz erster Klasse, ein paar Punkte dazu gekriegt. Eiserne Kreuz erster Klasse für Erik Schwarz. U-Boot Kriegsabzeichen mit Diamanten. Oh, Ritterkreuz mit Eichenlaub-Bounty. Sehr schön. Okay, was heißt bei mir los? Das wird wieder nix. Uiuiuiui. Ritterkreuz mit Eichenlaub und gekreuzten Schwertern. Das wird wieder nix. Aber ich habe das U-Boot-Kriegsabzeichen mit Diamanten gekriegt. Immerhin. Ne? 8 Kriegspatrouillen teilgenommen. Dieser Orden wurde aus persönlichen Invertiv von Admiral Dönitz ins Leben gerufen. Okay. So, dann schauen wir mal. Emplea Flamingo versenkt. Pegasus versenkt. Dediklos Pegasus versenkt. Okay, es wird berichtet, dass das Schiff mit Edelsteinmetall beladen war. Überlebende behaupten, dass es ein U-Boot versenkt hat. Okay, war schon mal gut. Das war schon mal gut, dass wir die versenkt haben. Da haben wir natürlich auf die Kacke gehauen. Ja, ordentlich. Perfekt. Auf Wiedersehen. So, eigentlich müsste doch. Ja, irgendwie hier jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Mein Black Pit ist kaputt. Ne, das lässt sich nicht weiterspielen. Da müssen wir dann wohl anders weitermachen. Operation Paukenschlag können wir auch nicht spielen. Sehen wir natürlich gleich. Wir gucken gleich nochmal, was es da jetzt gibt an Missionen, die wir hier noch abgreifen können. Neue Befehle vom Oberkommando. Streng geheim. Black Pit, südliche Routen, Durchbruch Gibraltar, Flottillen Bergen einschließen. Naja. Okay. Oder habe ich die vielleicht irgendwie deaktiviert aus Versehen so. Also ich kann das ja glaube ich so. Ja, Black Pit ist schon fertig. Kann ich nicht annehmen. Komisch. Okay, dann werden wir uns jetzt, denke ich mal, um die südlichen Routen kümmern. Gleich. So, aber dann werden wir noch mal kurz reingucken hier. Beim BDU wird viel über ihre so, Befehle vom Oberkommando. Aufträge vom BDU, streng geheim. Black Pit. Okay. Durchbruch Gibraltar und südliche Routen. Wir werden uns gleich um südliche Routen kümmern. Und dann werden wir vielleicht mal schauen, dass wir uns Bergen anschließen. Weil Mittelalter kennen wir aus dem Mittelmeer, also Durchbruch nach Gibraltar ins Mittelmeer, kennen wir aus der B-128. War jetzt nicht so aufregend, wissen wir alle. So, erstmal Gefälligkeiten habe ich keine mehr, das weiß ich schon. Und jetzt auf Wiedersehen. So, dann werden wir jetzt erstmal unser Boot aufrüsten. Erstmal schauen. Hier Ersatzteile technisch sieht das natürlich recht mager aus. Deswegen müssten wir jetzt mit allen mal durch das Boot durchlaufen. Und das mal beheben. So, Posten verlassen. Steh mal auf, Captain. Einmal nach hinten durch.
Und zack, zwei Stück transferieren. Fertig. So, Otto Sommer haben wir. Kapitän. Herr Kaloy. Machen wir Dufti weiter. Der ist nämlich gerade hier am E-Motor. Am Dieselmotor. Das passt sich ganz gut. So. Zack, auch rein da. Dann gehst du wieder nach hier hinten. Dann nehmen wir uns jetzt den Herrn Sommer. Zack, zack, transferieren, verlassen. Dann gehst du jetzt auch mal nach hier hinten. Und dann brauchen wir noch unseren Nico. Ja, wir brauchen nochmal zwei, ein Arztkoffer. Nochmal. So, und zack. Perfekt. Passt. Okay, dann gehen wir jetzt mal shoppen. Wir müssen die Überleben noch übergeben. Das können wir auch gleich noch machen. Kein Problem. Wartet mal. War das jetzt nicht noch möglich, beim Boot noch was zu verbessern? Sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Wir machen jetzt hier keinen Stress. Was brauchst du, Herr Kaloy? So. Dann schauen wir mal. Und zwar, ich brauche definitiv Ersatzteile. Das brauchen wir auch. Die nehmen wir auch mit. So, Lebensmittel. Da könnten wir ja schon mal gucken, ob hier... Ah, da müssen wir, glaube ich, erst noch mal schnell gleich in der Kombüse gucken. So, Deckgeschütz. Deckgeschütz-Munition einpacken, ganz wichtig. Passt da noch einer? Nee, ist voll. So, Kraftstoff. Einmal auftanken für die südlichen Routen. Das wird ein weiter Weg zu Torpedos. So, dann schauen wir mal. Torpedos. Das wird jetzt interessant. So, packen wir jetzt mal alles rein, was nicht nied- und nagelfest ist hier. Viele T1 dabei hier. So. Und zack, das auch. So, Gegenstände, ganz wichtig. Wir brauchen Kaffee. Kaffee ist alles. Kaffee ist unser Leben. So. Heck-Torpedo haben wir. Einmal verlassen. Ich möchte mein Boot aufrüsten. Ich glaube nämlich, wir können Deckgeschütz entfernen. Ah, okay, ich kann das Deckgeschütz entfernen. Ist interessant. Den T4-Turm haben wir ja schon drauf. Jetzt können wir hier die Batterie nochmal beim Schnorchel? Nein. Batteriestufe 3 haben wir schon. Wir haben eigentlich alles. Wir können nichts mehr verbessern am Boot. Nein, wir können nichts mehr verbessern. Okay, auf Wiedersehen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz einmal. Kapitän. In die Kombüse. Und gucken mal, wie es da ausschaut. So. Kombüse, ich komme. Ich halte es nicht mehr aus. So. Okay. Da passt ja noch mal ein bisschen was rein. Dann knallen wir hier mal den Schinken rein. Den Käse packen wir raus. Zu viel Schinken ist vielleicht auch nicht gut. Dann nehmen wir mal so ein bisschen nur. Und packen lieber ein bisschen mehr Obst rein. Für die Abwechslung halt, ne? So. Dann einmal nochmal zu unserem Kumpel hier. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. So, zeig mal, was du gelagert hast. Lebensmittel. Wir nehmen Käse mit. Wir nehmen Schinken mit. Und wir nehmen Obst mit. Verlassen. Auf Wiedersehen. Und einmal nach vorne, bitte. So.
Jetzt sind die jetzt gerade am Torpedos verladen, das ist klar. Das wird ein bisschen dauern. Dann werden wir jetzt erstmal schnell die Überlebende übergeben. So, haben wir das auch erledigt. Überlebende sind übergeben. Vielleicht sollten wir gleich nochmal Landurlaub machen. Bin ich jetzt ganz ehrlich zu euch? Was brauchst du, Herr Kaloy? Erstmal, was ist gelagert? Da können wir schon wieder nachladen. Ein T3 hier noch. Und noch ein T3. Ist hier noch einer? Oh, hier ein T5. Man weiß ja nie. Obwohl der T5 ist eigentlich eher sowas für ein Hecktorpedo, muss ich ganz ehrlich sagen. Da packen wir mal ein T5 rein. Auf Wiedersehen. So, einmal laden. So, und dann würde ich sagen, können wir noch mal ein bisschen Landurlaub machen. Muss ja auch mal sein. Und zwar, wir nehmen mal diesmal nur französisches Feldlager. Ja, das hört sich gut an. Das machen wir. Und ab in den Urlaub. So, rein theoretisch gesehen müsste jetzt eigentlich alles soweit an Bord sein. Besatzung ist aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt. Hier wird sich schon fleißig um die Torpedowartung gekümmert. Ich gucke noch mal kurz rein wegen Torpedos, ob wir jetzt alles drin haben. Aber sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay, dann würde ich sagen, wir starten in eine neue Mission. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Und zwar hatten wir ja gesagt, südliche Routen. Der Befehl lautet Anmarsch ins Operationsgebiet EJ6. Dort darin 2000 bis zum Patrouillieren ist folgende möglicherweise weitere Befehle, nachdem das Gebiet erreicht wurde. Belohnung, versenken Sie feindliche Handelsschiffe mit den Gründen. Okay. Ja, dann werden wir das doch mal machen. Belohnung sieht gut aus. Geleitschiffe Präsenz verstärkt. Okay, wir nehmen das an. Südliche Routen. Auf Wiedersehen. So, jetzt müssten wir aber erst noch mal schnell zum Hauptquartier. Weil das ist ja schon doch ziemlich am Arsch. Vielleicht sollten wir die Milchkuh auch hier runterziehen. Dass wir hier was in der Nähe haben. So, und zwar kommst du mal hier so hin. Akzeptieren. 12 Tage, dann ist das da. Bis dahin bin ich da. Und dann könnten wir dann da groß Attacke machen. So, dann geht's ab nach Afrika. Und mal schauen, was da unten so los ist. Okay, dann werden wir jetzt mal den Kurs bestimmen. Und dann haben wir jetzt auch schon quasi jetzt fast alles erledigt. Ach, wo bin ich denn? Da ist Langschiff. Okay. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann ganz steil hier rüber. Und ganz weit hier runter. Oh. Ah, das ist eine ganz schöne Juckelei hier, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Mein Gott, bis wir da sind, ist dann leer. Mal schauen, wie das wird.
Hier ist auch noch ein Flughafen, sehe ich gerade, und ein anderer Hafen. Da könnte man ja mal gucken fahren zwischendurch. Was ist das denn hier? Hafen von Freetown. Interessant. Schade, dass hier in dem deutsch eroberten Gebiet kein Hafen ist. Beziehungsweise französisch Westafrika hier. Wäre cool gewesen. Aber das Glück haben wir leider nicht. Okay. Auf geht's. Kleine Fahrt. Wir starten ein neues Abenteuer. So. Zack. Da müssen wir erstmal ein bisschen hier jetzt Besatzungsmitglieder verteilen. Das geht ja gar nicht. Herr Kaloy? Wo sind die denn alle, meine ganzen Besatzungsmitglieder? Kapitän? Habe ich zu wenig Besatzungsmitglieder? Herr Kaloy? Anscheinend schon. Das ist doof. Das ist natürlich richtig doof jetzt, ne? Kurs auf diese Koordinaten Noch mal kurz setzen. anlegen. Irgendwas stimmt hier nicht mit meinen Besatzungsmitgliedern. Jetzt kann ich natürlich gar nichts mehr machen hier, ne? Nee, kann ich nicht mehr. Okay. Dann hat sich das wohl erledigt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. So. Dann werden wir das jetzt halt anders machen. So, du kriegst noch einen dazu. Herr Kaloy? So, jetzt aber. Okay. Wir werden nochmal das Boot durchgehen. Kapitän? Alles kontrollieren. Nicht, dass wir irgendwas vergessen, dann haben wir nachher ein schlimmes Erwachen. Lenzpumpe. Alles auffüllen. Sieht doch gut aus. Kreisekopf, das war an, ne? Ja. Dann passt das alles soweit. Dann haben wir doch eigentlich jetzt eine ruhige Fahrt vor uns. Bestätigt. Das wird natürlich jetzt ziemlich lange dauern, bis wir da sind. Wir könnten ja jetzt schon mal so ein bisschen beschleunigen. Aber wie gesagt, das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir da sind. Und damit das nicht zu langweilig wird für euch, werde ich das natürlich überspringen, die ganze Fahrt. Weil sonst sind wir Weihnachten noch nicht da und wir haben da 30 Folgen draus gemacht. Das wollen wir ja nicht im Endeffekt, ne? Wir wollen ja was erleben. So, ich würde auch sagen, das war es jetzt schon wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boat verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.